Johnny. Er hat seinen Namen gelernt. Schreib ihn dir besser auf, bevor du ihn vergisst. Johnny, willst du deinen Hund Johnny nennen? Jo. Wird bestimmt einigen in den Kommentaren jetzt wieder nicht gefallen und die werden sich aufregen. Ah, was soll denn jetzt für Johnny? Kenne ich ja von Parts, von den ersten Parts von Pokémon Y. Ja. Man kann es nicht allen recht machen. Wie ich meine Pokémon genannt habe, das hat euch auch wieder höllisch aufgeregt, aber kauft euch selbst das Spiel und nennt euer Pokémon, euer Hundewelpen, wie ihr wollt. Und jetzt an sollte Johnny reagieren, wenn du seinen Namen rufst. Testen wir das gleich mal. Das kann dir auch helfen, ein schönes Foto von ihm zu machen. Fotografieren kannst du jederzeit, indem du das Kamerasymbol berührst oder die R-Taste drückst. Na, das wird machbar sein. Fotos speichern. Alle von dir aufgenommenen Fotos werden auf der SD-Card gespeichert. Du kannst sie dir in Nintendo 3DS-Kamera ansehen. 3D-Fotos werden mit dem Tiefenregler nach oben geschoben. Der 3D werden wir ja nicht benutzen. Und das ist schlecht für die Kamera. Das kann die Kamera nicht erfassen. Na, Johnny. 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 Hast du deinen Namen nicht? Johnny, wie geht's? Versuch den mal zu rufen. Er hat sich, glaube ich, noch nicht vor zu entfernen, aber Johnny. 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 Er hat seinen Namen nicht. Johnny. Johnny. John. Johnny. Ah, hat er gehört. Nun hast du seine volle Aufmerksamkeit. Musst dich aber mehrfach rufen. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, um ihm Sitz beizubringen. Oha. Schon jetzt, sofort. Ich bin auch erst seit wenigen Minuten mit ihm in einem Haus. Also soll ich ihm jetzt schon Tricks beibringen? Das dauert doch erstmal, ich muss daher erstmal ein paar Monate mit ihm zusammenleben, bis ich ihm Tricks beibringen kann. Das ist, naja. Berühre eine Stelle des Touchscreens neben Johnny, um dieses Zeichen, was ihr nicht seht, erscheinen zu lassen. Führe dieses Zeichen, was ihr nicht seht, nach unten, um ihn zum Sitzen zu bringen. Okay, das Zeichen. So, nach unten. So, nach unten. Johnny, nach unten. Sitz. Er hat sich hingesetzt. Wenn dieses Zeichen, was ihr da oben jetzt gerade seht, dieses pulsierende Mikrofon erscheint, kannst du ihm einen Befehl geben. Sitz? So ungefähr. Sprich deinen Befehl klar und deutlich aus, so wie in diesem Beispiel. Na gut, das ist jetzt ein ganz schön großes Tutorial hier, aber ja, ich habe auch nicht erwartet, jetzt sofort komplett mit dem Spiel loszulegen. Wird jetzt ja sowieso ein Tutorial. Du kannst deinem Hund den Trick beibringen, indem du diese Schritte wiederholst. Hund zum Sitzen bringen, mit das, was ihr gerade gesehen habt, mit dem Handzeichen dort, oder Befehl geben. Versuche nun einmal, deinen Hund zum Sitzen zu bringen. Muss auch erstmal aufstehen. Sitz. Sitz, Johnny. Sitz. 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 Muss erst die Hand machen. Sitz. Mach Sitz. Brav. Das war aber nicht Sitz. Ich habe brav egal. Geht bestimmt. Sitz. Bitte nicht meine Aufnahmen wiederholen. Es klingt so scheiße durch den 3DS. Er scheint dich nicht zu verstehen.
Achte darauf, dass keine störenden Hintergrundgeräusche vorhanden sind und versuche es noch einmal. Es sind keine Hintergrundgeräusche vorhanden. Naja, zumindest wenige. Ich habe bloß nicht brav gesagt, sondern Sitz. Sitz. Ja, er hat ja jetzt brav einprogrammiert als Sitz. So ein Scheiß. Muss jetzt brav sagen, immer wenn ich den hinsetzen will. Brav. Scheint dir nicht. Na, der Tipp bringt mir auch nichts. Was jetzt? Sitz. Was dann bitte verstehst du nicht an meiner Stimme? Spreche ich zu undeutlich? Spreche ich dir zu undeutlich, Johnny? Sitz. S-I-T-Z. Hat er verstanden. Er hat dich gehört. Versuche es noch einmal. Ist nicht mein Spiel. Ein Hund, ihr seht schon, ein Hund erziehen ist nicht so mein Sitz. So ist brav. Johnny hat einen neuen Trick gelernt. Schreib dir den Befehl am besten auf, damit du ihn nicht vergisst. Ist nicht nötig, aber egal. Möchtest du den Trick Sitz nennen? Naja, ich könnte ihn auch Zwergis neuer Wundertrick nennen, aber ich glaube, Sitz ist ziemlich naheliegend. Johnny hat Sitz, Ausrufezeichen gelernt. Ausrufezeichen. Nun wollen wir überprüfen, ob Johnny den Trick wirklich gelernt hat. Sag Sitz zu Johnny. Nun versuch es mal. Sitz. Sitz, Johnny. Sieht so aus, als würde Johnny wirklich auf dich hören. Naja, das haben wir ja auch eben gerade gesehen. Jetzt, da er diesen Trick beherrscht, kannst du versuchen, ihm weitere Tricks beizubringen. Nee, nicht wirklich. Ich bin erstmal froh, dass er sitzen kann. Das Erschießungsdingens machen wir später. Das, was ich von Zombie, kennt ihr dieses, was der mal mit seinem Zombie macht, ja immer hier diese Hunde-Vlogs, hat er schon mehrere Male gemacht, hier dieses, was Gonzo kann, hier mit Pow! Schau dazu auf den Statusbildschirm deines Hundes und wähle dazu Trickliste aus. Dort findest du Anleitungen und Tipps. Ja, das will ich jetzt nicht durchlesen. Irgendwas mit Leckerli. Regelmäßig speichern. Ja, ich weiß. So, dann speichern wir direkt mal. Nochmal machen. Ich bin froh, wenn er jetzt Sitz mal kann. Ich will mit dem nicht nochmal Sitz lernen müssen. Ich vermute, ich habe hier drei Flächen frei, also ich kann noch irgendwann mal einen zweiten und einen dritten Hund nehmen, aber den muss ich dann vermutlich auch noch Sitz beibringen, aber jetzt habe ich erstmal Johnny. Na, Johnny.